Herzlich willkommen am täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Dienstag, den 23. Juni 2015. Nicht viel los im Moment an den Märkten. Wir sehen nach wie vor die Aufwärtsbewegung, die ich ja in den letzten Tagen schon angekündigt hatte. Der DAX bewegt sich im Bereich in der Nähe von 11.600 Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass wir heute tatsächlich dann im späteren Tagesverlauf am späten Nachmittag dann noch mal ein paar Gewinnmitnahmen sehen werden nach der Rallye. Es wird ja jetzt sehr viel vorweggenommen in Griechenland. Eine Einigung steht anscheinend unmittelbar bevor. Am Donnerstag treffen sich die Finanzminister nochmal, dann gibt es nochmal einen Krisengipfel und letztendlich will ja keiner dafür verantwortlich sein, dass Griechenland dann in den Bach runtergeht. Und insofern wird man dann eine Einigung erzielen. Die Frage ist natürlich, ob man die dann auch in Griechenland wird durchsetzen können, denn es gibt ja jetzt schon einige Opposition im Parlament, die eine Einigung ablehnen wollen. Man müsste sich dann fragen, wie denn deren Lösungsvorschläge dann sind. Eine strikte Anti-Haltung ist allerdings natürlich in der Bevölkerung immer sehr gut gelitten. Gestern hatte ich Ihnen die Alpha Bank vorgeschlagen als kurzfristiges Investment. Die ist heute 7% gestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch noch heute und morgen zulegen wird. Danach sollten Sie aber auch an Gewinnmitnahmen denken. Im Zuge dieser freundlichen Bewegung schwappt der Optimismus natürlich auch auf andere Börsenplätze über. Beispielsweise Japan ist heute auf ein 14-Jahres-Hoch gestiegen. Natürlich wurde das auch mit Griechenland begründet, hat damit allerdings natürlich überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist die sehr gute Liquiditätsversorgung. Es sind die wieder sehr erfreulichen Entwicklungen bei den Unternehmen. Es waren vor allem Aktien aus dem Transportsektor und bei den metallverarbeitenden Betrieben, die für einen Aufschwung gesorgt haben heute in Japan. Und nach diesem Break nach oben, nach der kurzen Seitwärtsbewegung, gehe ich davon aus, dass man in Japan jetzt auch eine gute Alternative hat, über den Sommer hinweg sein Geld anzulegen. Das heißt, keine Empfehlung für die nächsten 2-3 Tage wie bei der Alpha Bank, sondern über den turbulenten Sommer, den wir natürlich in Europa und in den USA wie jedes Jahr zu erwarten haben mit den größten Schwankungen im Juli. Da ist Ihr Geld in Japan im Moment sehr gut aufgehoben. Das heißt, hier kann man eine Basis legen von, ich sag mal, 8-10% an Japan-Anteil, durchaus auch über ein ETF. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Bernhard Glinzing.